So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 7. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum ich hier stehe, das liegt daran, dass ich schon mal zu dem Ort gegangen bin, wo wir jetzt hin müssen und gespeichert habe. Fort Condor, jetzt ist nämlich die Aufnahme ziemlich mies gewesen und ja. Aber was sage ich denn? Herzlich willkommen zur 100. Folge! Wir müssen nämlich jetzt hier was machen. Wir müssen nämlich so eine scheiß Schlacht schlagen. Finde ich ein bisschen ätzend, aber was will man machen? Wir kennen ja das System. Ich weiß nur nicht, wie man die Geschwindigkeit beschleunigen kann. Ja, der Feind hat sich in den Marsch gesetzt, wenn wir verlieren, bla bla bla. Wir sind bereit. Mehr Feinde als je zuvor, schon klar. Wir müssen halt den Mako-Reaktor vor Shinra verteidigen. Wir können natürlich Einheiten setzen. Aber erst hinter der gewissen Hälfte, sag ich mal. Das heißt, wir können hier zum Beispiel Katapulte setzen. Stein werfen und rollen, unbeweglich. Bombe weit feuern, unbeweglich. Was wir auf jeden Fall brauchen werden, sind Handwerker, also Heiler. Wir werden Verteidiger brauchen. Und wenn man sieht, alles kostet Geld. Gut. Was ich auf jeden Fall hier haben möchte, ist ein zentrales Feuerkatapult. Und ein möglichst frühes weiteres. Mist, das feuert nicht mittig genug. Das muss ich ein bisschen hier hinstellen. Ah, hier kann ich auch eins hinstellen. Ja, da müssen sie auf jeden Fall durch. Und genau das ist meine Absicht, sie hier durchzuschicken. Dann werde ich überall auch noch Verteidiger brauchen. Ich glaube, ich nehme sicherheitshalber erstmal 4 Stück. So. Dann. Handwerker werde ich ebenfalls erstmal hier wieder 2 hinstellen. Hier einen. Kann ich hier direkt einen nehmen? Ja. Dann kommt hier noch einer hin. Gut, was wir noch brauchen vor allem sind Angreifer und Schützen. So. Ich muss mir wirklich die Stärken und Schwächen nochmal ansehen. Stark gegen Bestien, schwach gegen Barbaren. Stark gegen Barbaren, schwach gegen Flieger. Stark gegen Flieger, schwach gegen Bestien. Im Grunde relativ einfach. Das heißt jetzt noch 4 Angreifer. So, dann haben wir das relativ dicht zwar bisher gepackt, aber ich denke, das geht so. Ich glaube, ich stelle hier auch noch ein Katapult auf. Ein normales oder ein Feuerkatapult. Weil die doch relativ ordentlichen Schaden raushauen. Und ja, fehlt noch was. Ich glaube, ich nehme noch ein paar Bombenleger. Ach ja, Schützen habe ich ganz vergessen bisher. Schützen brauchen wir noch. Ich würde auch von denen wieder 4 nehmen. Ich habe nicht beim letzten Mal, als dann die Aufnahme doch nicht geklappt hat, ein paar zu wenige von denen gehabt. So. Also ich packe hier meine gesamte Seite gerade voll, wie man merkt. So, als nächstes noch ein paar Bombenleger. Die sollten aber ein bisschen weiter hier unten sein, wenn es geht. Mist, geht gerade gar nicht. Oh, ich glaube, ich habe mein Maximum erreicht. Okay, die Bombenleger waren jetzt auch nicht so gewaltig. Starten wir. Damit könnte es tatsächlich klappen. So. Wir schauen nämlich erstmal, was von unten kommt. Die Gegner versuchen wir dann erstmal sofort auszuschalten. Zum Beispiel hier ist es gerade eine Bestie. Und Bestien sind sehr schwach gegen Angreifer.
So, drei von denen reichen mehr als aus. Die Schützen gehen auch mal in Position. Ebenfalls hierhin. So, und einen Verteidiger werden wir hier brauchen. So, auch hier die Schützen. Die Reichweite der Schützen ist leider nicht so groß. So, wir sehen unten bisher einen Feind und das ist diese Bestie, die komplett alleine ist. Das heißt, die walzen wir gerade wirklich mit unseren Angreifern einfach platt. Ja, stimmt, dem habe ich gesagt, geh hier hin. Ich sag ihm nochmal, geh hier hin. So. Wichtig ist, dass sich danach unsere Handwerker, also unsere Heiler, bereit halten, sich um die zu kümmern. Wer ebenfalls eine wichtige Position beziehen sollte, sind die Verteidiger. Die halten viel aus, es sei denn, sie kämpfen gegen Flieger. So. Die können zum Beispiel dadurch sehr hilfreich sein, dass sie Gegner in dem bombardierten Feld festhalten. Die Handwerker sollten sich dezent im Hintergrund halten und dann eingreifen, wenn es nötig wird. So, ach, das sind sogar zwei Bestien. Na egal, auch kein großes Problem für unsere. Ah, hier kommt ein Barbar. Barbaren sind, wenn ich mich recht erinnere, Fernkämpfer. Aber relativ schwach gegen unsere Verteidiger. Du gehst hier hin. Wenn die von hier aus kommen, gehst du hier mit hin. Angreifer hat seine Position erreicht. Du wartest. Du bist gegen die schwach. So, drei Bestien gegen drei Angreifer. Heiler halte ich bereit. Angreifer hat angegebene Position erreicht. Angreifen. Angreifen. Und angreifen. So. Verteidiger hat angegebene Position erreicht. Du hast keine Schwäche gegen Bestien, dann gehst du auch ein bisschen vor. Man wird jetzt sehen, die werden alleine schon mit einer Bestie fertig. Aber die sind eben nicht unbedingt die... sind trotzdem etwas fragiler. Dafür aber auch etwas agiler, also relativ schnell. Also die machen die drei Bestien relativ fertig. Schütze, angegebene Position erreicht. Beweg dich mal hier hin. Nee, Quatsch. Wir brauchen ja auch einen hier, würde ich sagen. Du gehst erstmal mittig hin. Fein zerstört. Wir werden die einfach niedermachen. So, einer macht noch gerade nichts. Mist. Oder machen die alle was? Doch. Einer macht nichts. Angreifen. So, vierter Angreifer stößt auf den Feind. Hat schon ein bisschen Leben verloren, aber... weiterkämpfen. Ah, Barbaren und Flieger. Oh, die kommen wahrscheinlich, um uns in die Flanke zu fallen. Hierhin. Werden euch brauchen. Und du hier. Zurück. So, Angreifer 3 fein zerstört. Zurückfallen. Und er hier ebenfalls zurückfallen. So, Schütze hat angegebene Position erreicht. Wir werden ihn hier unten brauchen. Es sei denn... ja, die marschieren gerade da lang. Das heißt, da brauchen wir einen Verteidiger. Handwerker, du gehst hier hin.
So, Schütze angebende Position erreicht. Aktion warten. Ja, das Problem ist, diesen schwach gegen Flieger zurück. Und du hierhin. Die Flieger sind aber zum Beispiel relativ schwach gegen unsere Schützen. Dafür halt leider stark gegen... Naja, ihr habt sie inzwischen mitgekriegt. So, allen Angreifer dürfte relativ angeschlagen sein. Genau der hier. Der geht ein bisschen schräg hier hin. Also, du gehst hier hin. Und du verarztest den hier einmal. Genau den. Okay, von hier kommt gerade niemand. Das heißt, dich können wir auch eher in die Mitte ziehen. Das gleiche gilt für dich. Aktion warten. So, der Handwerker heilt unseren Angreifer. Wohin schießt das denn genau? Bis da. Wir müssen also noch ein klein bisschen zurück eigentlich. Aber ich denke, dass wir das auch so hinkriegen. Oh, die gehen alle hier lang. Okay. Ein bisschen zurückziehen, damit wir die schön, sobald sie im Feuerbereich sind, in die Mangel nehmen können. Dann kriegen sie nämlich die ganze Zeit Schaden durch die Katapulte. So, wir brauchen euch in der Mitte. Wir sehen schon, wenn jemand hier zur Seite rückt. Alle hier hin. Schütze. Bisschen zurück noch. Warten, genau. Verteidiger hierhin. Wie gesagt, wir nehmen die in die Mangel, sobald die entsprechende Position erreicht haben. Haben wir noch unseren... Ja gut, der wird noch verarztet, glaube ich. Ja, ihn hier. Also wir müssten sie eigentlich auch von der schieren Masse her überbieten. Schaue ich nochmal. Aber ich kann es ja jetzt sehen, wo das Ding hinfeuert. Da, perfekt. Hierhin. So, warten. Und dich brauchen wir nicht da oben, dich brauchen wir in der Nähe vom Schlachtfeld. Fehlt noch wer? Nee. Puh, das wird jetzt hart gleich. Verteidiger hat die angegebene Position erreicht, du wartest. Warten. Warten. Was vorne ist, sind ein Biest und ein Weibern. Das heißt, wir müssen mit den Schützen auf den Weibern. Oder war der noch zu verteidiger? Ebenfalls hierhin. Ach Mist, nicht auf den. Auf den. Ach, sind die schon wieder alle geheilt? Wie sieht denn noch aus? Das heißt jetzt Handwerker sich erstmal in den Hintergrund ziehen. Angreifer hingegen. Oh, wir brauchen die Schützen sogar zuerst, sehe ich. Auf den Weibern. Das wird hart, das wird hart, das wird hart. Gleichzeitig allerdings Angreifer sowas, ja, während die Verteidiger hingegen sich nach Möglichkeit, sobald die drankommen, wartet. So. Leider sind die doch schon auf den Feind gestoßen. Das heißt, die kriegen jetzt Schaden und zwar gar nicht so wenig. 37 Schaden ist schon eine Hausnummer. Das heißt, du kümmerst dich darum, den zu heilen. Das gleiche tust du da oben. So,
Du gehst hier ebenfalls hin. Es ist nur ein Wyvern, das heißt, damit dürfen wir keine Probleme haben. Angreifer hingegen. Auf die Biester. Verteidiger hat den Feind erledigt. Auf das, auf den... Ist der Verteidiger hier? Wartet. Schütze geht hier relativ mittig hin, würde ich sagen. Weil die Schützen sind immer relativ gut mit angreifen. Auf das Biest. Und Angreifer. Auf die Biester, aber so was von. Verteidiger mit drauf. Ah ne, nicht auf den, sondern auf ihn hier. Verteidiger angegebene Position erreicht, schon klar. Ach ne, ist auf den Feind getroffen, okay. Dann habe ich das falsch verstanden. Du sollst eigentlich auf ihn hier, aber egal. Eigentlich wollte ich dich jetzt auch mal dazu anstiften, den hier zu hauen. Angegebene Position erreicht, wir brauchen dich hier. Die Wegfindung in diesem Spiel ist ein bisschen unausgereift, wie ich finde, aber... Handwerker. Ihn hier, genau. Schütze. Drauf. Du Schütze da oben. Drauf. Du Schütze hier, ebenfalls drauf. So, Feind zerstört. Verteidiger. Aber sowas von auf den hier. Okay, von hier aus kommt ein Barbar. Das heißt, da werden wir einen Verteidiger brauchen. Oh, der Verteidiger muss eigentlich geheilt werden. Rückzug. Und zwar sofort. Der hingegen hält noch weiter aus. Ja gut, greift halt den an. Während die Angreifer hier oben gebraucht werden, um ihn hier anzugreifen. So. Die zwei noch intakten Verteidiger gehen auf die Barbaren. Weil gegen die haben die keine Chance, sag ich mal. Feind zerstört, perfekt. Und weiter auf die hier, genau. Feind gestoßen, das ist relativ egal, die können nichts. Na gut, die können gegen unsere Angreifer schon ein bisschen was. Aber ich glaube, die werden auch nachher sowieso wieder hier gebraucht, also Rückzug. Schütze, Position erreicht. War hier nicht ein Flieger bei? Ne, kein Flieger. Dennoch, er kommt rauf. Das ist das Problem, wenn jemand stirbt von den Gegnern, dann hören die Leute einfach mal auf. Der Angreifer geht zurück. Die angeschlagenen Verteidiger haben nichts zu befürchten. Die hauen die einfach um. Hauen. Was wir jetzt längst machen müssen, fällt mir hier gerade auf. Wir brauchen unsere Angreifer noch woanders. Komm, den kriegt ein einzelner Verteidiger auch um. Schütze, hierhin. Angreifer, hierhin. Angreifer, hierhin. Hier sind es nur zwei, hier sind es drei Gegner, okay. Verteidiger auf den Feind gestoßen, den macht er alle, das ist auch gut so. Schön weiter drauf. So, dieser Schütze, hierhin. Dieser Verteidiger...
angreife und verteidige. Oh, der Verteidiger muss geheilt werden, aber so was von. Ja, der Angreifer auch ein bisschen. Wen habe ich jetzt ausgewählt von denen? Ich hoffe, das ist der Richtige. Hat den Feind zerstört. Perfekt. Verteidiger, wir werden dich hier brauchen. Und einen werden wir auch hier brauchen. Angehende Position erreicht. Okay. Du wartest. So, wichtig ist, dass wir einen Verteidiger an der Stelle haben können. Ah, das Problem ist, der erreicht zu schnell unsere Dings, unser Katapult, glaube ich. Wegfindung hier. Hier hoch erstmal. Warten. Ihr seid beide schwach gegen den Schützen. Angebende Position erreicht. Warten. Schütze angebende Position erreicht. Warten. Gut, dem Verteidiger geht's wieder gut genug. Dahin, um nicht zu sagen, direkt angreifen. So. Handwerker angegebene Position erreicht. Wer braucht Heilung? Ich weiß es nicht. Ich glaube, er hier so ein bisschen. Jetzt kann ich ihm auch sagen, geh auf ihn hier. Während die beiden sagen, sie kümmern sich... Ach nee, ah, so ist perfekt sogar. Sogar noch ein bisschen hierhin, würde ich sagen. Auch die beiden. Bisschen zurück, dass sie einfach mitten im Feuer stehen, die Gegner. Und dann nehmen wir sie in die Mangel. So. So. Und jetzt hier alles schön zum Angriff. Ja gut, das müsste eigentlich reichen. Aber ich denke, dann mache ich hier mal einen Schnitt, während hier die Schlacht in Zeitlupe tobt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr habt Spaß im Let's Play, auch wenn es ein bisschen anders gerade ist. Also dann bis zum nächsten Mal. Cheerio, bis morgen.